So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Mario Kart 7. Im letzten Part haben wir den gespiegelten Sterncup mit Bowser abgeschlossen. Und nun geht es in den gespiegelten Bloodcup. Und zwar mit der unbeliebtesten Fahrerin, die es eh und je in Mario Kart gab, aber ich finde die irgendwie lustig. Nämlich die Honigkönigin. Dazu natürlich ganz passend das Beammobil, ein paar Schwammreifen und einen floralen Blumengleiter. Das passt insgesamt ganz gut. Und wie gesagt, ab geht's in den Bloodcup gespiegelt. Wie gesagt, unbeliebtester Fahrer Mario Kart 7. Ich bin der Meinung, es wäre gar nicht so schlimm, dass man die reingebracht hat. Hätte man dafür nicht Charaktere wie beispielsweise Donkey Kong, sag ich schon, Waluigi oder Knochentrocken gestrichen, Meister. Hätte man da gesagt, okay, wir nehmen so einen crazy Charakter mit rein, aber bringen dafür halt auch keinen der Veteranen raus, dann wäre das niemandem übel aufgestoßen. Aber dadurch, dass es halt irgendwie so ein richtig random Charakter statt so ein Waluigi beispielsweise ist, wurde die halt super schlecht aufgenommen. Weil ich finde die jetzt gar nicht so dämlich. Ich meine, im Prinzip haben wir hier einfach nur mal wieder eine Mario Galaxy Würdigung, was ich grundsätzlich ja begrüße. Aber wie gesagt, ich finde die eigentlich auch ganz witzig so. Ich meine, ich weiß nicht, warum man gerade meinte, die Honigkönigin reinnehmen zu müssen, aber warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich bin sehr offen für so außergewöhnliche Fahrer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie gesagt, aber dann halt unter der Bedingung, dass man alteingesessene Fahrer und Fanlieblinge nicht aus dem Spiel herausnimmt. Wie gesagt, vielleicht könnte man ja auch in Mario Kart 9 dann so ein Crossover machen, wie bei Smash. Everyone is here. Und dann halt einfach wirklich jeden Charakter, der jemals in Mario Kart irgendwie einen Auftritt hatte, halt einfach mal zurückbringen, ne? Da würde ja witzigerweise dann auch Charaktere wie Kirby oder Pac-Man zu zählen, wenn man jetzt mal die Automaten Mario Karts mit dazu zählt, weil in den japanischen Automaten Mario Kart Arcade spielen, da kannst du als Pac-Man, ich glaube Miss Pac-Man und Kirby spielen, von daher ja eigentlich doch mal ganz erfrischend, oder? Und halt wirklich vielleicht doch mal, dass man sagt, jede Strecke ist dann vielleicht ein riesiges Spiel, aber hey, das hat das Smash-Abbruch getan. Da kann man dann jederzeit halt mit DLCs nachpatchen, halt wirklich das ultimative Mario Kart, vielleicht auch Mario Kart Ultimate dann eben, um es einfach mal auf die Spitze zu treiben. Schlecht fände ich das tatsächlich nicht, weil ich meine, was man mit Smash machen kann, kann man genauso gut mit Mario Kart machen, bin ich der Meinung. Und halt die Strecken, ich meine, die meisten Strecken sind ja schon irgendwann mal geremaked worden, sag ich mal, und da dann halt müssen nur noch ein paar kleinere Anpassungen gemacht werden und dann passt das ja. Von daher, warum nicht? Ich meine, die Leute werden es kaufen und die Leute werden DLCs kaufen. Warum machst du? Da kannst du, sag ich mal, jedes Jahr einen neuen DLC raushauen. Von mir aus auch für Vollpreis, wo dann aber halt nur, oder sag mal 40 Euro, wo du dann halt wirklich deine 4 neuen Cups hast oder 2 neue Cups jeweils. Ja, die Leute würden es dir aus der Hand fressen. Musst halt dann die Ideen haben für neue Strecken. Gut, aber das sollte dem Kreativteam von Mario Kart eigentlich keinen Abbruch tun. Und dann halt auch so eine Art Nintendo DLCs und nicht nur Mario Kart DLCs draus machen, sodass du sagst, gut, dieses Thema dreht sich rund um die Kirby-Serie, die Metroid-Serie, was weiß ich. Je nachdem, was Nintendo so einfällt, da könnte man so viel draus machen tatsächlich. Also, und ich glaube, da sehe ich auch irgendwo die Zukunft in Mario Kart. Ich meine, klar, Mario Kart 8 verkauft sich gut, aber die Leute werden noch langsam auch hungrig nach was Neuem. Also zumindest geht's mir so. Ich denke, da bin ich nicht der Einzige, hoffe ich mal. Und ich meine, so ein paar neue Features in die Strecken zu implementieren, ist ja auch nicht das Thema. Klar, die dann nochmal neu aufzuhübschen und zu remaken, ist halt dann schon ein Aufwand, aber ich sag mal, viele Basissachen haben ja schon aus Wii, DS, 3DS sozusagen, haben ja viele Basisideen schon reingesteckt, sage ich mal, und die müssen dann halt nur in Full HD oder dann für Switch halt einfach nochmal voll ausgebessert werden, umgesetzt werden, wie auch immer. Und halt nochmal aufgehübschter. Aber so grundsätzlich
Vielleicht auch mit jedem Item, was es jemals gab. So halt, dass man da auch irgendwie die Double Dash Items zurückbringt, sag ich mal. Das ist ja das, was vielen Leuten an Double Dash so gefällt, diese Double Items, diese Spezial Items. Ist natürlich cool, so ein Ulti zu haben. Hat ja zum Beispiel auch ja, die Sonic-Spielereihe tatsächlich so gemacht mit so einer Ulti sozusagen, dass jeder Charakter seine eigene Ulti hat. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber halt, man könnte ja auch sagen, man bringt erstmal nur die Standard-Items, alle Standard-Items, die es jemals gab, zurück so. Auch der Maxi-Pilz, die Gewitterwolke aus Mario Kart Wii. Gut halt. Sowas, was man nicht zurückbringen kann, ist natürlich die Glücks 7 oder die Glücks 8, aber das ist ja auch nicht verlangt. So, da macht man dann halt das neue Item, die Glücks 9, ne? Aber sonst, was gab's noch für Items, die jetzt so in späteren Mario Karts fehlen, sag ich mal, oder Mario Kart 8 zum Beispiel nicht mehr da sind? Ich glaube, auch mal die alte Fragezeichenbox wieder mitbringen, sag ich mal, muss man vielleicht die Itemboxen so anpassen, dass es halt wieder nach was aussieht, sag ich mal, dass man da auch drauf reinfällt, im Idealfall. Aber, ja, sowas halt, ne? Dass man da wirklich Mario Kart Ultimate draus macht, sag ich mal. Ich meine, das sollte ja auf langfristig sowieso das Ziel sein. Ich meine, gut, aber dann hat man halt wieder nichts für andere Mario Kart zum Remaken, wenn man dann, es sei denn, man sagt jetzt, okay, Mario Kart 9, vielleicht noch nicht Mario Kart 9, aber Mario Kart 10, dann könnte man ja sagen, ist Jubiläum. Wir hauen da jetzt alles rein, weißt du? Das könnte man ja machen. Rein theoretisch. Wenn Nintendo Bock drauf hätte und das große Geld machen wollen würde. Also das wollen sie, aber naja, also das wäre, glaube ich, so mit ein großer Fanwunsch. Also, halt wie gesagt, einfach dann, dass man vielleicht bis Mario Kart 9 geht. Mario Kart 10 ist dann wirklich das ultimative Mario Kart. Mario Kart 10, sagte ich, glaube ich, ja. Und dann halt, dass man dann nach Mario Kart 10 sagt, gut, das ist nicht mehr Mario Kart, das ist Nintendo Kart und wir machen halt weniger Strecken, aber vielleicht so längere. Dann ähnlich wie bei, ich weiß nicht, die Sonic Racing Reihe ist ja so ähnlich aufgebaut. Die hat zwar weniger Strecken, aber halt dafür längere und, sag ich mal, ausgefallenere Strecken. Gerade im Transform-Teil, der ist ja so vielfältig, sag ich mal, dadurch, dass du ja dass die Strecke nach und nach sozusagen auseinanderbricht bei manchen Strecken. Finde ich eigentlich ein cooles Konzept, so diese interaktiven Strecken. Das hast du bei Mario Kart halt eigentlich viel zu wenig, die sich während der Fahrt halt irgendwie verändern. Also nicht interaktiv, sondern eher dynamische Strecken, das meine ich. Genau, das hast du in Mario Kart allgemein viel zu wenig, finde ich. So ein bisschen dynamische Strecken so. Also klar, die Strecken sind schon auf ihre gewisse Weise dynamisch, aber ich meine halt dynamisch im Sinne von die Runden, dass die sich in den Runden auch ändern können. Halt die einzige Strecke, bei der es so ist, die mir jetzt spontan einfällt, die sich ja wirklich Runde zu Runde ändert, sag ich mal, ist die Vulkangrollenstrecke aus Mario Kart Wii bzw. Mario Kart 8. Das ist so diese Strecke, die mir da ganz spontan einfällt. Also irgendwie komme ich aber auch nicht voran. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich zu unbeliebten Mario Kart Charakteren irgendwie kommen, aber letzten Endes sind wir dann abgedriftet in Spekulationen zu Mario Kart, zu neuen Mario Karts. Irgendwie läuft das immer so bei mir, oder? Ich will über was ganz anderes reden, aber es läuft immer auf Spekulationen für andere Mario Karts hinaus. Huch, wäre mega leck gerade. Tut mir jetzt leid, aber ist schon merkwürdig. Wie konnte ich noch Erster werden in diesem Rennen? Wie? Ich habe keine Ahnung. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber wir sind es geworden. Von daher, beschweren kann man sich da eher weniger. Ja, aber wie gesagt, die Honigbienenkönigin, eine unbeliebte Fahrerin, wie gesagt, wahrscheinlich einfach aus dem Grund, weil halt dafür ein anderer Charakter hätte reinkommen können. Wäre die als Zusatzcharakter, sag ich mal, da gewesen, halt bei der begrenzten Auswahl an Charakteren, die du halt am Mario Kart 7 hast. Okay, wäre die jetzt Mario Kart 8, ich glaube, da wäre es jetzt gar nicht so, dass die Leute gesagt hätten, was soll dieser Charakter, weil da hast du ja so eine Vielfalt von Charakteren, auch im Mario Kart Wii wäre das, glaube ich, kein Problem gewesen. Zum Beispiel, aber halt im Mario Kart 7, wo halt die Fahrerauswahl schon so oder so begrenzt ist, baut man dann halt so einen Charakter ein wie die Honigkönigin, die halt niemand sehen will. So. Oder halt, niemand so cool findet, sag ich mal. Von daher,
Aber gut, ich sag mal, wenn du halt bei Mario Kart 8 halt viele Charaktere hast, aber da ist halt die Hälfte irgendwie nicht individuell, weil die Hälfte davon die Koopalinge gefühlt sind. Was dann auch wieder den Leuten böse aufschlägt, aber gut, da finde ich aber halt tatsächlich so Charaktere, die einfach nur Skins von bestimmten Charakteren sind, viel schlimmer. Auch die Baby-Charaktere finde ich jetzt nicht schlimm. Wie gesagt, mir gehen allgemein nur diese hässlichen Skins, sage ich mal, auf die Säcke. Auf den Sack, besser gesagt. Auf die Säcke. Auf alle beide. ja, halt sowas wie Rosa Gold Peach oder Metall Mario, was nun wirklich nicht gebraucht hätte, meines Erachtens nach, aber naja, Leute beschweren sich doch immer gerne. Von daher sehen wir das einfach mal nicht so eng und nehmen es mit Humor. Ich meine, ich finde die witzig tatsächlich. Ich meine, warum nicht? Und wir haben viel zu wenig weibliche Charaktere. Mario Kart, bin ich der Meinung. Ich muss im nächsten Part mal irgendwas gegen diese Lags tun. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie und gegen mein Fahrverhalten. Aber irgendwie läuft das Spiel hier nicht ganz flüssig. Ich weiß nicht wieso, weil es ja eigentlich auf meinem DS läuft. Kann natürlich auch sein, dass es in meinem DS liegt. Ich gucke halt nicht auf meinen DS-Bildschirm, ich gucke halt nur auf den OBS-Bildschirm tatsächlich, aber ja, wie gesagt, wenn es zu kleinen Aussetzern kommt, ist das ja auch nicht so schlimm. Ist das ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, bei Mario Kart kommt es ja eh nicht so drauf an, wie ich mich hier anstelle oder ja, ne. Was mir auf dieser Strecke tatsächlich fehlt bei Mario Kart 7, was bei Mario Kart Wii noch gab, war dieses Netz am Ende. Hier hast du es jetzt durch so eine langweilige Flugpassage ausgetauscht, sage ich mal. Also fand ich das Netz bedeutend cooler. Ich glaube, wir werden hier auf dieser Strecke nicht Erster, aber ist auch egal. Dafür gibt es hier natürlich eine tolle Kanone. Gut, die gab es auch schon in Mario Kart Wii, aber ja, wie gesagt, dieses Netz. Dieses Netz, was am Ende der Strecke eigentlich ist, das fehlt mir hier irgendwie auf der Strecke, weil das ist zwar immer ein cooler Spot, um Stunts auszuführen und so. Mochte ich ganz gerne. Aber hey, was soll's. Dafür haben sie hier andere tolle Elemente eingebaut. Also gut, und die Pipelines hier, also die Halfpipes fehlen mir. Dass du da an den Seiten hoch kannst. Das ist generell so bei den Mario Kart Wii Strecken, dass die irgendwie im Remakes, da fehlt halt was, dadurch, dass die halt nicht diese Halfpipes haben, die es halt nur in Mario Kart Wii gab. Bin ich hier noch Erster? Kann ich Yoshi noch einholen? Du blöd Roulette? Nein, okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber Zweiter ist doch auch akzeptabel für mein Fahrverhalten. Naja, was soll's, ne? Standpunktzahl 38, das nehmen wir doch gerne. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir insgesamt Erster sind. Einen Stern bekommen wir vielleicht auch noch. Wie gesagt, die sind ja sehr großzügig mit den Sternen. Von daher sehe ich das mal optimistisch. Auf dem ersten Platz wahrscheinlich sowieso. Mit 40 Punkten natürlich fast 3 Sterne würdig, aber so geht das ja auch. So geht das ja auch. Die Honigkönigin hat sich bewiesen. Auch wenn die meiner Meinung nach hier ein bisschen hässlich aussieht als im Mario Galaxy tatsächlich. Aber hey, was soll's. 2 Sterne. Und ein Goldpokal. Was will man mehr? 3 Sterne. Aber das ist uns nicht vergönnt in diesem Let's Play. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn so ist, gebt mir nach oben, schreibt gerne einen Kommentar und um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Schilzikowski, euer Flastivi. Bye bye!